Hey Leute, ich bin Sachsen Bushcraftbär und heute ein ganz kurzes Video von draußen. Und zwar soll es um das Thema Schnur aus der Natur gehen. Und dazu wollen wir uns mal angucken, wie man Schnur aus Fichtenwurzeln gewinnen kann. Bevor wir das aber machen, ein kurzer Hinweis. Das ist eine Technik, die sehr, sehr oft empfohlen wird von Bushcraftern. Und ich finde die Technik auch sehr, sehr gut. Sie ist leicht, sie ist sehr effizient. Trotzdem empfehle ich immer Schnur mitzunehmen. Auch wenn das irgendeine Kunststoffschnur ist, die natürlich nicht im Wald zurücklassen, aber trotzdem bin ich jemand, der sagt, nimmt Schnur mit. Und zwar nicht aus dem Grund, da es einfacher ist. Ich kann wunderbar in jeder Situation outdoors mir selber Schnur herstellen. Aber wenn jeder Bushcrafter in die Natur geht und sich Schnur von irgendwelchen Fichtenwurzeln holt, dann sterben bald alle Bäume ab, weil sie keine Wurzeln mehr haben. Und so denke ich auch über andere Dinge, nur ein Beispiel, Shelterbau, genau das gleiche. Ich nehme lieber einen Taub mit, als dass ich irgendwie 200 kleine Tannen umhauen muss, um mir ein Shelter zu bauen, weil wenn das jeder jedes Mal macht, dann zerstören wir damit einfach die Natur. Also guckt euch das Video an, probiert es auch, übt es auch, macht es auch manchmal. Ich will hier niemand verbieten, irgendwie mit Fichtenwurzeln zu arbeiten. Das mache ich teilweise auch und es macht einfach Spaß und es ist auch eine schöne Übung. Aber übertreibt es nicht. Wenn ihr wisst, ihr geht raus, ihr braucht viel Schnur, nehmt sie einfach mit. Nehmt sie danach auch wieder mit oder nehmt biologisch abbaubare Schnur, wenn ihr sie dort lassen müsst. Aber versucht solche wertvollen Ressourcen, wie wir sie hier im Wald haben, einfach nicht zu übernutzen. Jetzt aber zum eigentlichen Video. Okay, um jetzt Fichtenwurzeln zu suchen, habe ich mir hier einfach einen kleinen Grabstock geschnitzt. Hier auch wieder auf nachwachsende Rohstoffe geachtet. Ich habe jetzt hier einen Haselstock genommen. Haselbüsche vermehren sich hauptsächlich von der Wurzel aus neu. Das heißt, solche Schösslinge hier wachsen sehr, sehr schnell nach. Da ist es kein Problem, wenn man sich so einmal schneidet. Jetzt gehe ich einfach her. Hier steht meine Fichte. Und ich sehe jetzt momentan keine Wurzeln hier rausgucken. Die sind auch nicht so gut zu verwenden, da die sich dann einfach schon verhärten und dass da dann eine Sollbruchstelle entsteht. Ich gehe jetzt einfach her und grab hier mal wahllos ein bisschen in den Boden und dann werden wir relativ schnell schon die ersten Wurzeln finden. Danach wir natürlich gucken, sind keine fingerdicken Wurzeln, sondern eher bleistiftstarke kleine Wurzelausläufer. Hier wäre jetzt schon so ein erster Wurzelausläufer. Wie ihr gesehen habt, es ging sehr, sehr schnell. Der ist allerdings noch ein bisschen arg dünn. Ich werde jetzt einfach noch ein bisschen weiter graben und ich bin sicher, dass wir da sehr, sehr schnell den nächsten finden, der ein bisschen dicker sein wird, der dann ja eine etwas bessere Größe darstellt. So. Wie ihr seht, es geht sehr, sehr schnell. Hier ist schon der erste, der eine gute Größe hat. Und jetzt gehe ich einfach her und grab diesem Wurzelstrang hier nach. Man kann ihn so ein bisschen anziehen, dann fühlt man, wo er hingeht. Natürlich nicht zu stark, dass er nicht abreißt. Aber jetzt gehe ich einfach her und grab hier entlang. Das Schöne an den Fichtenwurzeln ist, dass sie relativ nah an der Oberfläche hier entlang laufen. Das heißt, man braucht hier nicht weit zu graben, um so eine Fichtenwurzel hier zu bekommen. So, ich lasse es jetzt bei der Länge mal gut sein. Das reicht absolut aus für Demonstrationszwecke. Je nachdem, was ich damit machen wollte, könnte ich natürlich hier noch weiter graben, um diese ganze Wurzel dann noch sehr viel weiter zu verfolgen. Wenn ich fertig mit Graben bin, nehme ich einfach dieses aufgegrabene Material und fülle es hier wieder ein bisschen ein, dass es einfach nicht so, so verwühlt aussieht und auch einfach der Boden wieder ein bisschen abgeschlossen ist hier. Wenn ihr einmal so eine Fläche aufgemacht habt, werdet ihr ganz schnell über Wurzelverkreuzungen kommen und wenn ihr wirklich viel Material braucht, viel Schnur, dann könnt ihr sehr, sehr schnell hier sehr, sehr viel rausbekommen. Aber wie gesagt, macht es wirklich nur, wenn ihr absolut keine andere Möglichkeit habt. So, wenn ich die Wurzeln dann ausgegraben habe, nehme ich meistens mein Messer und putze dann mit dem Messerrücken den Wurzelstrang noch ein bisschen. Oftmals sind hier dann noch so kleine Verzweigungen dran, die ich weg haben möchte. Die schneide ich natürlich ab, möglichst
gerade und nah dran, dass es hier keine Ausbrüche gibt. Und ich putze einfach hier diese Rinde, die teilweise auch um die Wurzeln schon ist, ein bisschen ab. Bei der hier ist es jetzt relativ gut, da brauche ich fast nichts machen. Bei der anderen mache ich es einfach, um nachher zu sehen, wo mein Spalt hinläuft, denn wir werden die Wurzeln nachher noch spalten. Es muss natürlich nicht blitzblank sauber sein, aber einfach so dicke, fleckige Stellen ein bisschen putzen, um zu sehen, wo man da so hinkommt. So, das reicht auch schon aus. Was wir jetzt machen werden, ist anfangen, die Wurzel zu spalten. Und zwar halbieren wir die einmal die komplette Länge durch, wodurch das Ganze stabiler wird, da es einfach nicht so dick ist und dann an den Biegungen, wo wir nachher eine Bindung machen, so viel Material ist, was nach oben drückt, und wir vermehren die Schnur dadurch einfach noch. Ja, um das Ganze jetzt zu spalten, gehe ich als erstes einfach mit meinem Messer hin und spalte die Schnur hier, und dabei passe ich auf, dass ich das Messer in so einer Art halte, dass, wenn ich hier von vorne spalte und der Spalt auf einmal durchgehen sollte, die Wurzel hier in meine Hand sticht und nicht hier oben vorbei, sodass mein Messer auf meine andere Hand zuschießen kann. Das mache ich dann hier sehr vorsichtig, bis ich den ersten Spalt ein bisschen geöffnet habe, und dann biege ich hier nur mit dem Messer weiter. Spiele ein bisschen rein, biege hier ein bisschen auseinander, bis sich die Wurzel hier das erste Mal so spaltet. Dann packe ich mein Messer weg und spalte die Wurzel von Hand weiter. Und da gibt es eine ganz einfache Technik, und zwar in die Richtung, wo der Spalt läuft. Da gibt es natürlich eine dünnere Seite und dann eine dickere Seite. Und die dickere Seite wird stärker gebogen. Dann läuft der Spalt zurück in Richtung dickere Seite. Und dann spalte ich so hier einfach diese Wurzel entlang. Mit ein bisschen Übung geht es relativ schnell, und dadurch, wie gesagt, vermehrt sich die Schnur einfach nochmal. An so Knotenpunkten oder Abzweigungen mache ich natürlich langsam. Und jetzt sieht man hier, wie die Wurzel eine dickere Seite und eine dünnere Seite hat. Hier reiche ich jetzt mit meinen Fingern ein bisschen vor, stabilisiere das Ganze und biege dann die dickere Seite einfach mehr. Und dann rennt hier der Spalt Stück für Stück wieder in die Mitte zurück, und meine beiden Teile sind wieder gleich groß. Aus dem Grund habe ich vorher die Wurzel einfach ein bisschen geputzt, dass ich da ein bisschen sehe, wo der Spalt hinläuft, bevor es einfach zu spät ist. Jetzt spalte ich hier die Wurzel einfach weiter nach unten und kann sie dann nachher als Schnur verwenden. An Tagen wie heute, wo es relativ trocken ist, merkt man natürlich auch ganz klar, dass die Wurzel recht trocken ist, was natürlich schlecht ist, denn je feuchter die Wurzel, desto biegsamer ist sie. Da wird es sich auf jeden Fall lohnen, wenn man die Wurzel für einige Zeit in Wasser einfach einlegt. Man muss die beschweren, dass sie natürlich untertaucht, weil sie sonst nach oben schwimmt. Und das ist auch eine Sache, die ihr machen könnt, falls diese Wurzel getrocknet ist. Jetzt kommen wir hier gerade an einen Knotenpunkt, ist ein bisschen knifflig immer. Ja, wie gesagt, falls euch die Wurzel mal austrocknet, ihr Schnur macht, die ihr nicht braucht, und sie dann aufhebt, um sie später zu verwenden, dann weicht die Schnur einfach vorher ein, sonst bricht sie einfach, weil sie hart ist. Dann weicht die aber einfach wieder auf und wird ja so gut wie neu oder teilweise sogar noch besser, weil sie eben feuchter ist, als sie so aus der Erde kommt. Dann ist die Schnur sehr, sehr stabil, und ja, man kann wunderbar mit ihr knoten. Jetzt kommen wir hier an einen Teil, wo sehr, sehr viel Rinde noch dran ist, und es liegt daran, dass die Wurzel hier ein bisschen oberirdisch war, und hier ist mir jetzt die Wurzel auch fast schon gebrochen. Deswegen empfehle ich euch immer, Teile zu nehmen, die unterirdisch sind. Hier ist jetzt tatsächlich ein Stück, das so hart ist, dass ich fast gar nicht mehr spalten kann. Ich probiere es jetzt mal noch weiter, aber hier hört jetzt die Schnur wahrscheinlich auf. Was auch nicht ganz tragisch ist, da ich wirklich kurz vorm Ende bin. Jetzt habe ich hier aber meine gespaltene Fichtenwurzel. Wenn ich jetzt einen Knoten damit mache, mache ich das in so einer Weise, dass die gespaltene Fläche nach innen zeigt. Und wenn ich irgendwelche Windungen hier mache, dass die runde Fläche nach außen geht. Das mache ich ganz einfach deswegen, wenn ich diese Rundung nach innen lege, dann ist innen mehr Material, was dann einfach bei der Biegung hier nach außen drückt, und dann sprengt es hier die Fasern auf. Wenn ich das so rum mache, sind hier die Fasern noch intakt,
und hier ist mehr Material als innen, dadurch liegt es um eine Rundung sehr, sehr viel stabiler. Damit kann ich jetzt wunderbar knoten, beispielsweise hier den Mastwurf kann ich damit wunderbar machen. Das hält auch wunderbar und ja, ist wirklich sehr, sehr stabil. Ich hätte nicht gedacht, dass es so stabil ist. Also, das soll es auch schon gewesen sein. Probiert es aus, guckt es euch an, macht auf jeden Fall Spaß. Nehmt euch Zeit beim Spalten, das ist der schwierigste Teil des Ganzen. Ja, ansonsten übertreibt es nicht, wie gesagt, es ist eine sehr, sehr wertvolle Ressource, die wir hier nicht überstrapazieren sollten, aber es macht auf jeden Fall Spaß und es ist eine schöne Technik, die man kennen kann. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.